Was nun folgt, ist lediglich eine Theorie. Eine Theorie, die weder bestätigt wurde, noch in sonst irgendeiner Weise wahr sein muss. Es ist nur ein Gedanke zu einer Serie von DreamWorks, die auf dem Streamingdienst Netflix zu sehen ist. Es handelt sich um Gabby's Dollhouse. Gabby's Dollhouse ist eine Serie über ein Mädchen. Dieses Mädchen ist eine reale Persönlichkeit und lebt in einem Zimmer. Zusammen mit ihrem Freund Panty sehen wir sie am Anfang jeder Folge spielen. Panty ist eine Stoffkatze. Sie ist natürlich nicht lebendig, da es real gedreht wurde. Doch in jeder Folge bekommt Gabby auch ein Geschenk. Dieses Geschenk wird ihr nicht überreicht, sondern es wird über eine seltsam konstruierte Bahn ihr zugesendet. Aus einem Nebenraum, eventuell einem oberen Bereich des Hauses. In diesem Paket befindet sich in jeder Folge ein neues Teil für Gabbys Puppenhaus. Wenn Gabby dieses hat, singt sie ein kleines Lied, ein Zauberspruch könnte man sagen, und verwandelt sich selbst in eine Puppe, die in diesem Haus wohnt, in ihrem Puppenhaus. In diesem Puppenhaus erlebt sie dann Abenteuer zusammen mit ihren dort lebenden Puppen. Ihr Freund Panty wird jedes Mal mitgenommen und wird in diesem Puppenhaus lebendig. Es ist dort eine normale, lebendig sprechend animierte Katze, so wie auch Gabby ein normal animiert sprechender Mensch ist. Und alle Katzen in diesem Haus sind lebendig und sprechen mit Gabby und sind ihre Freunde. Die Frage, die sich beim Sehen dieser Serie stellt, ist, warum ist Gabby ganz allein? Warum hat sie scheinbar nur Panty und in ihrer Fantasiewelt ihre anderen Puppen als Freunde? Wieso sieht man nie eine Freundin in Gabbys Haus? Warum wird Gabby in ihrem Zimmer nie besucht, weder von Freundinnen noch von ihren Eltern? Wieso kriegt sie ihr Paket nicht von ihren Eltern ins Zimmer gebracht oder von einem Postboten an der Tür? Wieso hat sie diese Bahn als Konstruktion in ihrem Zimmer, das Paket jedes Mal aus einem scheinbar anderen Raum in ihres leitet? Die Theorie, die in dieser Situation relativ nahe liegt, ist, dass Gabby eine Gefangene ist. Gabby wurde vermutlich als kleines Kind entführt und in diesen Raum gesperrt. In diesem Raum hat sie alles, was ein Kind braucht. Ein kuscheliges Bett, einen Schrank, ein Regal, Klamotten und ein Kuscheltier, das ihr bester Freund zu sein scheint. Natürlich das Puppenhaus, das Gabby genommen hat, um aus ihrer realen Welt, aus ihrem Gefängnis zu fliehen. Das Puppenhaus hat keine Grenzen. Der Garten des Puppenhauses vergrößert sich, wie sie möchte, um eine freie Natur zu erleben. Die Räume in ihrem Puppenhaus werden gestaltet, je nach der Art, die Gabby gerade braucht, um einen schönen Tag oder ein Abenteuer zu erleben. Niemand schränkt Gabby in diesem Puppenhaus ein. Es ist eine Flucht aus der Realität und sie ist frei und glücklich dort. Zugegeben, sie scheint auch in diesem Zimmer frei zu sein, doch wir sehen sie ja immer nur einen kurzen Moment. Und könnte dieser kurze Moment das Problem sein, weswegen diese Theorie überhaupt aufkommt? Haben die Macher der Serie es einfach versäumt zu sagen, Gabby braucht noch Eltern? Gabby braucht vielleicht Freunde? Gabby kann nicht nur Spielzeug kriegen über eine Bahn, die in ihrem Zimmer ist. Diese Bahn ergibt einfach keinen Sinn, denn kein Mensch auf unserem Planeten, der frei ist, der sich frei in seinem Haus bewegen kann, bräuchte eine solche Bahn. Jedes andere Kind würde die Geschenke von seinen Eltern entgegennehmen oder eben von dem Postboten selbst. Es ist nun die Frage, ob die Autoren uns eine grausame Wirklichkeit mit einem schönen Puppenhaus schmackhaft reden wollten, ob die Autoren gesagt haben, wir erfinden eine gruselige Wirklichkeit, die durch die Fantasie eines Kindes zu etwas Schönem wird, oder ob die Autoren und die Macher der Serie einfach nur faul waren und keine Lust hatten, Eltern hineinzuschreiben oder Schauspieler zu bezahlen, die diese spielen. Eine Produktionsfirma wie DreamWorks könnte sich sowas eigentlich leisten. Eine Produktionsfirma wie DreamWorks sollte eigentlich Autoren haben, die solche Kleinigkeiten bedenken. Die Frage wird wahrscheinlich nie endgültig geklärt werden, denn wenn DreamWorks zugeben würde, dass Gabby eine Gefangene ist, die in ihrem Gefängnis eine Wirklichkeit konstruiert, in der sie frei ist und sich glücklich fühlt, dann würde das vermutlich sehr große Unruhen bei den Eltern hervorbringen. Man würde vermutlich die Serie canceln und sich beschweren.
über die Macher der Serie, dass sie so etwas überhaupt denken und dann noch ins Fernsehen bringen. Wir hoffen, dass Gabby keine Gefangene ist, dass die Autoren und die Macher der Serie einfach faul und ein wenig geizig waren. Denn die andere Möglichkeit, die Theorie, dass sie gefangen ist, ist einfach unschön und gruselig. Das war's von der Gabby-Dollhouse-Theorie. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet und lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Weil ich es kann. Weil ich es kann. Weil ich es kann. Bangerang Mann. Weil ich es kann. Weil ich es kann.